Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Super Paper Mario. Beim letzten Mal haben wir uns hier in diesen Hallen verirrt und ich glaube, ich habe den Ausweg gefunden. Und zwar waren wir hier noch nicht, denn hier gibt es noch Gegner, die mir Punkte geben. Es reicht nicht für ein Level ab. Ich würde die Fangkarte ja gerne benutzen. Aber ich hätte lieber ein Level-Up, to be honest. Verdammt. Ich habe keinen Platz dafür. Ich esse den Pilz jetzt. Das nervige Gepiepse hört dadurch zwar nicht auf, aber uns fehlen noch 420 Punkte für ein Level. Das wäre noch ein Gegner. Komm, Spiel. Komm. Lay it on me. Come on, come on, come on. Willst du mich verkackeiern? Ja. Das Spiel will mich verkaufen. Hey, wenn mich der jetzt trifft, ne, habe ich ein Problem. Und zwar ein ganz schön großes, vor allem ich habe den Timer nicht eingestellt. Oh nein, 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 nein. Come on, come on. Yes! Okay, wir sind wieder Full Health. I meant to do this. Auf jeden Fall sind wir auch wieder Full Health und können hier weiter. Oh mein Gott. Ich habe das geplant, Leute. Ich habe das alles geplant. Und jetzt würde ich eigentlich, gerne einfach nur zur Tür. Neues Level Up kriegen wir jetzt sowieso nicht. Und ich bin gerade so schon Full Health. Ich, hätte es eigentlich gern, dass es so bleibt. Dankeschön. Oh Gott, nicht nur das. Okay, 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 ich kann das. Ich werde weiterhin alle Gegner ignorieren. Aber hier muss doch irgendwas Geiles drin sein. Wobei, da war ja ein Gegner. Ich habe eine Karte, mein Inventar, die mir momentan so richtig nichts bringt. So, und zwar hier die Fangkarte. Vielleicht klappt es ja. Ja, es klappt nie. Sad life. Ich will hier nicht mehr sein. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe. So. Oh. Ich weiß, ich habe gesagt, ich will eigentlich keine Gegner mehr plätten, aber das ist billig. So. Ich weiß, genauso wie ich. Voll der Burn. Okay, das sind Versehens. Ich würde eigentlich gerne. Ist hier noch was? When in doubt, in Bewegung bleiben und springen. Nein. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Das ist ein Bombentyp. Ist jetzt zwar eh. Wayne. Dreh ich mal um, Kumpel. Und nochmal zurückkommen, bitte. So, ich will einfach jede Möglichkeit eliminieren, die mir Schmerzen zufügen könnte. Und wenn das diese Teile sind, dann soll das so sein. Ein Level-Up. Ja, für ein Level-Up brauchen wir 80.000 Punkte. Vergiss es, das kriegen wir nicht zusammen. Aber hier muss es doch sicher noch irgendwelche Secrets geben, die uns nicht umbringen wollen. Das sind meine Lieblings-Secrets. Schöne, schmerzlose. Nom, nom, nom. So. Auch wenn das ziemlich knapp war, muss ich gestehen. Deshalb werde ich jetzt mein tunlichstes versuchen. So wie Lux zu spielen in League und einfach die Damage zu kriegen. Das kann ich nicht mit. Hallo, Glentruhe. Oh, ein Ultra-Pilz-Mix. Okay. Geil. So. Wie sind wir hier gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Das sind Fuzzies. Nein. Spray-oi-oi-oi in die andere Richtung, mein Kleiner. Ach, meine Punkte. Nicht schlecht. Ich bin momentan aber trotzdem kein Freund risikoreichen Verhaltens. Ach du Scheiße, wo ist denn jetzt der richtige Weg? Gut, wenn ich der richtige Weg wäre, würde ich. Hier haben wir angefangen. So. Hier sind wir reingegangen, haben gemerkt, dass es ungesund war. Okay, wie hätte ich das predikten können? Hm? Dass der einfach stehen bleibt. Dann sind wir durch
diese Tür gegangen. Und dahinter war ja die Kiste mit dem Pilz. Da war sie. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Drehen uns ein bisschen um. Springen aus Nervositätsgründen. Und hoffen aufs Beste. Doch das Beste scheint gerade nicht hier zu sein, aber ich habe da drehen gehört. Aber zum Drehen kommen wir. Gott. Problem ist, alles sieht gleich aus. Und ich kann mir viele Dinge merken, aber so ein Scheiß. Fehlanzeige. Oh. Oh Gott, was war das für eine Reaktion? Ist die Fuzzies? Ich muss doch nicht davor, da oben bei den Heinis da drin durchgehen, oder? Ich glaube nicht. Ich muss ja nur einmal auf sie drauf springen. Sagte sie und schaffte es sogar mal. Nee, also alle Türen sind auf der rechten Seite. Das ist schon mal. Das haben wir schon mal bewiesen. Gut. Jetzt müssen wir gucken. Also das hier ist eigentlich nur eine Todesfalle. An sich. Irgendwie. Oh Gott. Ich will nicht. Ich habe die Nase voll davon. Oh. Gut, hier ist nichts. Drehen wir mal wieder um. Und gucken hier um. Gucken uns hier um. Bevor wir zu Graf Knickwitz kommen, dann haben wir uns schon 300.000 Mal verirrt hier. Also auf der anderen Seite höre ich zwar drehen, aber wir kommen da irgendwie nicht hin. Bevor mir der wieder in die Suppe spuckt, würde ich gerne Surfer haben, die immer noch wie ein IKEA-Möbel klingt. Auch hier geht es nirgendwo weiter. Aber ich muss doch hier irgendwie auf die andere Seite kommen. Aber wie? Oder bin ich gerade die blindeste Person ever? Das bin ich sowieso ständig, aber... Dem. Hä? Okay. Also ich muss irgendwie noch weiter nach rechts. Hier geht's nicht weiter. Da unten an sich auch nicht. Oder? Nee, hier ist nur ein Gang. Ha. Okay. Was musst du hier? Nein, das ist auch wieder die Kiste. Hä, wo bist du jetzt? Hä? Wie bin ich denn hier gelandet? Huch. War hier nicht die Kiste? Okay. Ja, Colony Confused. Verdammt, Surfer war zu schnell. Das hat nicht funktioniert. Ich habe schon 5 KP verloren, verdammt. Oh. Aber ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Tatsache. Ich glaube, Leute, jetzt haben wir's. Okay. Spray-Owing, bitte. Oh Gott. Habe ich predicted. Verdammt, meine KP. Wie können sie es wagen? Ich habe einen Plan, der heißt, wir rennen hier einfach durch. Ich finde, es ist ein guter Plan. Ein sensibler Plan. Oh, da ist die Tür. Gott, Graf Knickwitz, für diese Architektur werden sie bezahlen. Und für den ganzen Rest, den sie gemacht haben, der böse war. Aber vor allem für die Architektur. Bitte sag mir, dass hier ein Speicherblock irgendwo ist. Ich will nicht nochmal durch diese Gänge.
Ich will nicht. Okay, wahrscheinlich immer Heilung. Speicherblock. Und das war gerade Discord. Okay, Leute, also da ich weiß, dass jetzt eigentlich irgendwann mal der finale Bosskampf kommt. Und da wir gerade geheilt worden sind, nehme ich an, dass hier der Bosskampf kommt. Ich vertraue meinem Computer wieder. Ja, hast du das so richtig gehört. Und speichere. Und sonst kann ich so tun, als ob ich da noch nie war. Oha. Ich spüre. Ich spüre etwas sehr, sehr Mächtiges. Ist das das dunkle Herz? Willkommen. Also bist du wirklich der Held des lichten Prognostikon. Graf Knickwitz. Aber es ist zu spät, das dunkle Prognostikon oder Graf Knickwitz aufzuhalten. Bald werden alle Welten ihr Ende finden. Ihr könnt nichts dagegen tun. Macht es euch gemütlich und genießt den Anblick, bevor der Vorhang endgültig fällt. Aber warum? Willst du wirklich alles zerstören? Warum? Wie kannst du so etwas tun? Graf Knickwitz sind diese Welten gleich. Sie alle sind bedeutungslos für ihn. Besser, ich zerstöre sie. Oder noch besser, ich lösche sie restlos aus. Wenn sie bedeutungslos sind, war unser Treffen dann auch ohne Bedeutung? Antworte mir, Lumière. Du kennst die Antwort, meine liebe Timpani. Graf Knickwitz muss es dir nicht sagen. Es ist nun viel zu spät. Das solltest du inzwischen wissen. Lumière. Lumière, mein Liebster. Oder eher Graf Knickwitz. Wir können dies nur beenden, indem wir dich besiegen. Deswegen sind Mario und ich hierher gekommen, um dich aufzuhalten. Knicke die Knack. Nun gut, aber auch ich muss tun, was ich tun muss. Graf Knickwitz ist der Zerstörer von Welten. So sagt es das dunkle Prognostikon. Denke ja nicht, dass ich auch nur kurz zögern werde, dich niederzustrecken. Nun endet es! Lumière, mein Lumière. Geh, Anastasia. Ich werde mich allein um die beiden kümmern. Aber Graf Knickwitz verlangt es. Ich werde mich nicht wiederholen. Okay, sofort, Graf. Bist du bereit, Held? Unser Duell soll des letzten Kampfes, den diese Welt zu sehen bekommt, würdig sein. Okay. Graf Knickwitz. Stimmt, er wird ja vom dunklen Herzen beschützt. Wir können ihm nicht schaden. Wie lächerlich. Ist das alles? Ich werde dir wahre Macht zeigen. Unsere Angriffe haben überhaupt keine Wirkung. Das dunkle Herz schützt ihn. Ja, dazu muss ich zuerst mal treffen. Oh oh. Ihr könnt Graf Knickwitz nicht einmal am Umhang ziehen. Ihr habt versagt. Mario, deine Angriffe sind wirkungslos. Knicke die Knack. Vom Helden der Prophezeiung hatte ich mehr erwartet. Ich werde zusehen, wie dein Spiel endet. Und bald darauf wird die ganze Welt enden. Ist das das Ende? Oh, bitte. Du gibst schon auf? Das war Pause, oder? Ja. Oh, bitte, du gibst schon auf. Jetzt reiß dich zusammen. Bei mir gibst du nie so leicht auf. Der ist ja so irres. Hä? Knicke die Knack. Ihr seid also auch noch da. Hey, wir werden euch niemals es einfach zerstören lassen, Graf. Genau, Prinzessin. Wir lassen das nicht zu. Wir geben niemals auf. Du wirst niemals siegen. Ihr seid alle hier, aber wie zum... Ich bin durch den Boden gebrochen, bevor die Decke endgültig runterkam. Ich bin auch gefallen und auf Bowser gelandet. Er war überraschend weich. Es ist die Haartolle. Er wird mit sicher super tollen Conditioner. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Prinzessin hat mich bewusstlos aufgefunden. Aber jetzt sind wir alle hier, also los. Du hast es gehört. Jetzt kriegst du es mit uns allen zu tun. Knicke die Knack. Wenn die vier Helden vereint sind. Es ist so wie in der Prophezeiung.
Was soll das? Oh. Was geschieht mit Graf Knickwitz? Die reinen Herzen! Die reinen Herzen! Okay, genau das. Ja klar, jetzt werden sie das reinste Herz produzieren, ne? Und damit das dunkle Herz negieren. Oh mein Gott, diese Pose. Knicke die... was? Mein Schild ist weg. Wir Helden erstrahlen, vertreiben mit ihrem Licht alle Qualen. Genau wie Melly gesagt hat. So sei es, sagt Graf Knickwitz. Freut euch nicht zu früh. Solange mein Spiel läuft, sind eure Welten nicht sicher. Lasst es uns zu Ende bringen. Jetzt beginnt der wahre Kampf mit Graf Knickwitz. Ja, das tut er. Gut. Wow, seine Taktik ähnelt der von vorhin. Wir müssen es einfach schaffen, auf ihn drauf zu jumpen. Ja, verdammt. Er hat mich predicted. Aber ich bin auch gut im Spielen des Prediction Games. Ja, gut, dass mich das nicht getroffen hat. Wo ist er? Knickwitz. Nein! Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh. Predicted. Okay, jetzt wurde ich predicted. Okay, so tut mir das weh. Okay. Ah. Oh nein. Ja, da wollte ich overpredicten. Aber er macht irgendwie nicht viel Schaden. Das ist ja... das ist nett. Nein. Nein. Nö. Ich will nicht. Mario sagt nein. Zu deiner bösen, bösen Ulti. Das ist keine... Ich renne. Und wie ich auf Vergeltung brenne. Lass das. So, ah Gott, der Final-Bosskampf gegen Knickwitz ist so. Nein! Der ist cool. Monk. Okay, er ist doch schmerzhaft. Wo ist er? Was macht er? Okay, jetzt kommt das da. Ist er immer noch da? Das ist er. Nein! Verdammt! Okay. Ist halt trotzdem noch schwierig, ihn zu treffen, weil man von gewissen Plattformen halt nicht auf ihn draufspringen kann. Was man natürlich auch dann merkt. Wo ist er hin? Nein, 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 nein. Ich habe keine Lust, aufgesaugt zu werden, eine ewige Leere. Oh, hallo. Jetzt sind wir langsam und er... nicht. Wenn ich ihn treffe, mache ich ihm jetzt auch mehr Schaden? Nö. Knickwitz? Ich habe keine Lust auf derartige Spielchen. Verdammt. Wäre ich schnell gesprungen, wäre das nicht passiert. Oh, du, 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 du. Nope. Tschüss. Verdammt, ich habe ihn trotzdem noch getroffen. Nein. Lass es. Warum zu dashen? Was hältst du mich ein? Für wen hältst du dich eigentlich? Oh nein. Okay, das hat noch gereicht. No dashes. Dashes sind... wow. Ich bin da richtig reingebaitet worden. Nope. Okay. Gut. No. Ist die halt wieder langsam. I don't care. Njum. I don't care. Jetzt sind wir halt langsam. Wir escapen immer noch vor der Finsternis irgendwie. Wir sind nicht mehr langsam. Ich überlege mir vielleicht ein anderes Pixel zu nehmen. Vielleicht Pixo. Pixo. So. Nicht, dass ich mich auf Pixo verlassen möchte, aber es könnte gut für diesen Just-in-Case-Fall sein.
Aha! Wo ist er? Nein! Verdammt! Okay, das tut weh. Doch, das hat weh getan. Ich habe noch einen 20er Pilzmix. Aber ich weiß, es ist nicht schlau, es hier viel Schaden zu nehmen. Weil ich glaube, nachher kommt noch was. Ich weiß nicht, ob wir die... Oh, hallo. Nope. Die Chance haben, uns nachher auch noch mal hochzuheilen. Und ich weiß, ich überziehe gerade fast schon. Verdammt. Nope. Was war das? Okay. Wir sind einfach wieder zu einer positiven Position gekommen, ne? Wird das schon. Oh. Das ist nicht eine positive Position. Knick. Ausgezeichnet. Graf? Ihr habt gewonnen. Beendet das Spiel von Graf Knickwitz. Ohne mich verschwindet das dunkle Herz. Die Prophezeiung erfüllt sich nicht. Warum muss es so enden? Timpani, nachdem du verschwunden bist, habe ich lange nach dir gesucht. Ich habe nie aufgegeben. Ich suchte und suchte. Aber vergeblich. Ohne dich war die Welt ohne Sinn und Freude. Also nahm ich die verbotene Prophezeiung des Stammes der Ältesten. Ich wollte alles zerstören, was dich mir weggenommen hatte. Aber ich bin hier. Niemand kann uns mehr trennen. Verstehst du das nicht? Es ist zu spät. Graf Knickwitz hat so viel Böses getan. Es muss enden. Zu wissen, dass du noch lebst. Zu wissen, dass deine Welt weiter existiert. Gib mir Frieden. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Du musst mein Spiel beenden, bevor die Leere... Bevor die Leere. Soll ich einen Cliffhanger machen? Ach, lassen wir das. Aber jetzt, da wir endlich wieder zusammen sind... Vorsicht, Graf! Du Assistentin, du wirfst dich vor den Grafen, um ihn zu schützen? Oh, wie dramatisch. Ja, der Sack ist immer noch da. Ich wollte ihm den Frieden geben, den er so sehr möchte. Dimensio, du? Natürlich, dies ist mein großer Moment. Auch ohne den Grafen kann das dunkle Herz bestehen, wenn ich es kontrolliere. Aber ich brauchte die reinen Herzen, um ihn zu besiegen. Für mich allein wäre das unmöglich gewesen. Also habe ich euch die ganze Arbeit machen lassen. Und ihr habt Graf Knickwitz mit Hilfe der reinen Herzen besiegt. Ich sollte euch einen Fresskorb mit Dankeskarte schicken. Was soll das heißen? Das heißt, dass ihr keinen Wert mehr für mich habt. Also beende ich euer Spiel. Sie gehören dir, Meister L. Warum wird ich mit den Armen? Oh, das ist nicht gut. Ich bin Meister L. Was befehlt dir, Dimensio, mein Gebieter? Wie konnte das passieren? Bevor ich Luigi herschickte, pflanzte ich einen Samen in sein Unterbewusstsein. Oh Gott, diese Musik. Und dieser Samen blüht jetzt. Meister L, mach dich bereit für deinen großen Auftritt. Meine Damen und Herren, Sie sehen gleich die größte Vorstellung aller Zeiten. Grün.
Luigi? Dem dunklen Prognostikon zufolge ist er der ideale Wirt für das dunkle Herz. Und jetzt füge ich zu dieser Mischung meine eigene Magie hinzu. Nein, stopp. Graf Knickwitz, so erledigt wie aussah, hatte ich euch fast vergessen. Ich werde euch später zerquetschen. Wartet einfach in dieser Dimension dort, ja? Jetzt gehört das dunkle Herz mir. Damit werde ich alle Welten zerstören und perfekte neue erschaffen. Sollen wir beginnen? Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt werde ich König aller Welten. So, Leute. Ich muss sagen, mit diesem dramatischen Twist beenden wir die heutige Episode. Es war doch nicht die letzte. Genau. Leider konnten wir die Welt noch nicht retten. Dimensio steht uns im Weg, aber beim nächsten Mal werden wir dafür sorgen, dass er das nicht mehr tut. Also, vielen Dank fürs Zugucken und bis dahin, haltet die Ohren steif.